Hey Leute, willkommen zurück zu Neverending Nightmare. Boah, in der Klapse geht es weiter. In der Hoppla. Oh Gott, wie es hier aussieht überall. Boah, guck mal, das ist ja tapeziert mit Blut. Ich hätte gerne eine Tapete, Farbe Blut. Ja, danke, gerne. Mit Ochsenblutfarbe. Oh, guck mal, wie viel Blut das einfach überall ist. Das ist doch nicht normal. Was haben die hier veranstaltet? Und diese Gefesselten, das sind ja nicht mal die Schlimmsten, nehme ich an. Ja. Ja. Alter. Ich bin trotzdem immer so dreist und schaue nach, was hinter diesen Fenstern da wartet. Lalala, ich renne jetzt einfach durch. Ich höre schon wieder einen von diesen blutgierigen... Was eher immer auffällt, wenn die Zelle total sauber ist, oder? Alles ist eine. Everything is a lie, wahrscheinlich. Was steht da? Lead? Ach, Bleitabletten. Warum sollte jemand Bleitabletten zu sich nehmen? Eisen ist ja klar, aber Blei? Ist doch Schwermetall, ist doch giftig. Ei, ei, ei. Alter, das Glas. Nein. Da hört er mich doch. Ich glaube, ich muss gleich rennen, wenn es unten nicht vorbeigeht. Ne. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der ist aber ganz schön dicht. Ekelhafter. Ich traue mich nicht. Ich muss gleich flitzen, wenn der mich hört. Und er hört mich definitiv. Ne, 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 ne. Oh, oh. Alter, das war ein Fehler. What? Gabby, what's going on? I've told you repeatedly to address me as Dr. Smith. But you're my sister. I'm afraid you're mistaken. Where am I? You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out. Was? Es wird ja immer konfuser. Ich glaube echt, die haben sich die Entwickler verewigt, Leute. Ah, Gabby. Gabby. Hilf mir, Gabby. Oh, meine Phrasen. Das ist schon sehr verstörend. Ach so, also war doch alles nur eine Einbildung eben bei ihr. Oh, nicht schon wieder so ein Leichenhaufen, Kinder. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schon wieder? Das hat man doch alles schon mal durchgekaut. Oh nein. Ja, du bist lustig. Wie soll ich an dir vorbeikommen? Soll ich ihn zu Gabby locken? Ah! Alter. Gabby, die wollen mir wehtun. Du musst mir helfen, Schwesterlein. Mann, wie soll ich denn da vorbeikommen? Das geht doch gar nicht. Leute, das geht nicht. Soll ich dem vielleicht ein Stück Fleisch hinschmeißen? So ein Brocken zum Naschen? Zum Naschen. Es geht nicht anders. Ich muss den irgendwie hier reinlocken, oder? Was soll ich denn das sonst machen? Komm her. Kommt er jetzt nach oder ist er jetzt direkt vor der Tür und frisst mich? Nee. Oh Leute, wie soll ich denn das machen? Ich muss den irgendwie ablenken. Das geht nicht. Wie soll ich denn das machen? Der hört mich doch direkt, wenn ich jetzt hier rumrenne. Leute, das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wahrscheinlich immer wieder sterben, bis ich immer wieder bei ihr lande und dann ist irgendwann alles gut. Au.
Alter, was? Also die Glasscherben sind, um ihn anzulocken. Okay. Friss mich nicht. Friss mich nicht. Oh, ist das eklig. Ah, du Scheiße, überall. Wach auf. Liegen Körperteile. Oh, du Kacke. Jetzt tropft's auch noch. Wahrscheinlich hat da jemand... Träume sind der Feind der Schuldigen. Dreams are the enemy of the guilty. Jetzt tropft das auch noch. Die haben da irgendwas hoch an die Decke geworfen, oder? Ah. Alles ist eine Lüge. Ich mir schon halb gedacht. Halb gedacht habe ich mir das. Exit. Sag bloß. Oh Gott, was ist hier los? Soll ich einfach weiterlaufen? Oh, das ist ja ein Abgrund. Guck mal. Guck mal, ich kann. Okay. Jetzt bin ich wieder ein Kind. Mit Harvey an der Hand. Was ist hier los? Warum bin ich wieder ein kleines Kind? Ich schätze mal so 10, vielleicht 9. Da hat er auch schon Asthma. Ne? Saugottpferdchen. Oh Gott, was ist hier los? Wo ist denn Schwesterchen? Wahrscheinlich hat er sie hier schon umgebracht oder so, oder... Zumindest deutet alles darauf hin, dass er sie umgebracht hat. Oh, Leute, diese Bilder, die sind so fertig irgendwie. Die machen mich fertig. Diese ganzen Kreuze an der Wand. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ihr habt übrigens keine Soundfehler, dieses Knacken höre ich auch. Dieses Flirren und Knistern da, das ist sehr komisch. Zack, sie wieder den Kopf ab. Zack. Da rollt das Köpfchen. Oh nein. Nicht der Kram schon wieder. Leute, hier wurde ich verfolgt das erste Mal. Hat er denn den Hasen dabei überhaupt? Sind das eigentlich Anker auf seinem Pyjama? Warum hat der Anker auf seinem Pyjama? Ich halte nichts von Pyjamas. Das ist so Altmännerzeug. Weiß nicht. Ich frag mich echt, was hier vor sich geht. Spielzeugsoldaten. Schon unheimlich. Man weiß nie, was als nächstes geschieht. Oh, natürlich wieder was Dunkles. In der Bibliothek. Aha. Oh. Habt ihr es gesehen? Da eben ist was gelaufen. Rechts. Oh Mann. Das blutige Hack mal wieder. Soll ich mal rechts weitergehen? Ich glaube, ich gehe mal nach rechts weiter. Kann ja nicht gruselig sein, oder? Vielleicht werde ich da wieder gefressen von irgendwas. Oh ne.
Kannst du mal aufhören zu schnaufen, Thomas? Das ist irgendwie verstörend. Okay. War das wohl nur ein Schatten? Habt ihr es gesehen? Guck mal, die Totenköpfe an der Wand. So eine Tapete will ich auch. Die ist super. Mit Totenköpfen. Entweder rumgedrehte Kruzifixe oder Totenköpfe. Geht beides. Ist stylisch. Warum haben die alle Kapuzen auf dem Kopf? Als wären sie tot? Oder eben so Säcke oder Schleier. Haben sie auch die ganze Zeit schon. Lecker, lecker. Essen. Brot, Rüben und Truthahn. Supergeil. Ich glaube, so spät dürfen wir nicht mehr naschen. Was geht hier vor sich? Ich hätte gerne mal so ein bisschen mehr Hintergründe, Story und so weiter. Warum sind wir jetzt wieder in unserer Kindheit? Ja, genau, da ist das Bild wieder. Bah, wie alle gucken. Total unheimlich. Muss ich nur wieder in dieses Zimmer zurück, oder wie? Ich muss nur wieder zurück. Da, guck mal, das meine ich. Diese Frau hier mit dem Schleier über dem Kopf. Da würde ich auch schreien als Kind. Ja. Fände ich auch ein bisschen unheimlich, so hier. Das ist, glaube ich, das Zimmer mit den... Nee, das Badezimmer. Und hier hinten ist unser Zimmer. Da, wo wir aufgewacht sind, ganz am Anfang dann. Oder, Thomas? Was machen wir jetzt hier? Gar nichts, oder wie? Was ist denn hier los? Jetzt sind wir einmal komplett da lang gelaufen und es passiert nichts. Aber ganz woanders wieder. Das ist sehr seltsam. Oh nein. Oh nein. Hilfe! Die Dunkelheit! Huh. Ach du Scheiße. Habt ihr eben den riesigen Blutfleck gesehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat uns echt was zerlegt. Ja, ich kann nicht so lange. Guck mal, wenn ich laufe, dann fängt er gleich wieder an zu hecheln. Keine Ausdauer, der Junge. Ihr halt einfach nicht laufen kann. Als Kind, wisst ihr? Da, wo man quasi unendlich Ausdauer hat als Kind. Da hat man Energie ohne Ende. Und er? Ah, toll. Und jetzt? Hoch, runter? Ja. Ja, wahrscheinlich war das eine der Entscheidungen, die ich hätte treffen können. Oh, guck mal, die Augen da oben. Ja. Immer noch. Es gibt ja drei Enden. Ist das ein Wiesel? Ich gehe wieder unten lang. Muss ich mir merken. Unten, unten. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Kann ich auch nicht, weil er nicht rennen kann. Da liegt ja wieder was Totes. Ah, die Augen hier im Wald. Überall sind sie. Ja, den immer an, wie der atmet. Der pfeift ja gleich schon. Warum hat er immer noch den Hasen bei sich? Oh, schon wieder was Totes. Was? Ein Eichhörnchen. Ausgeweidet. Ich gehe trotzdem weiter unten. Immer unten jetzt, komm. War das falsch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man die anderen Endings freispielt. Da muss ich mich wahrscheinlich erkundigen. Bah... Willst du mir das hier zeigen, Schwesterherz? Der Friedhof. Also dreimal unten.
Meine Güte, du stresst mich gerade, Mädel. Kannst du deinen Bruder nicht so durch die Nacht hetzen hier im Wald? Thomas Davis? Ja, was denn nur? Oh, da sind die schon am Schmamschen bei dem Vieh. Alter Schwede. Na? Lasst es euch schmecken, ne? Wahrscheinlich ist es im Endeffekt egal, wo ich langlaufe. Oh Mann, ey, wo rennt sie denn hin? Mädel, wie lange soll das noch so gehen? Mein Asthma. So. Fledermausies. Oh. Guck mal, ich will dir was zeigen. Ich habe mir ein Messer in den Bauch gerammt. Hahaha. Oh Mann. Ah, Alter. Der Junge hat echt Probleme. Dr. Smith, wie geht's Ihnen? Ach du Kacke. Schon wieder Psychiatrie? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie Kinder in die Psychiatrie einweisen. Das ist auf jeden Fall nicht echt. Da gibt's vielleicht Therapeuten für Kinder, aber keine richtigen Psychiater und... Ja. Ich glaub's zumindest nicht. Ich kenne mich auch nicht so gut aus damit. Wieder Block A. Irgendwie laufen wir immer nur die Phasen hier durch, aber ich glaube schon, dass seine Schwester tot ist. Und er muss das irgendwie verarbeiten. Sonst würde er nicht immer wieder denselben Traum haben, der sich mit dem Tod seiner Schwester beschäftigt. Oh ne, höre ich da wieder welche? Diese verrückten Halsbeißer. Oh nein. Nein! Oh, du kannst doch nicht ein Kind reißen! Das macht man nicht! Verrückter Psycho! Oh Mann, ey! Kranke Sau! Beißt er mir einfach in den Hals! Ganz ruhig! Ein Teddy? Mir irgendwas nehmen und irgendwo anders hinwerfen, dass der da abgelenkt wird von. Oh Gott. Storage. Irgendwie laufen wir immer dieselben Stationen durch, oder? Ist genau dasselbe gerade. Vielleicht deswegen auch Neverending Nightmare, weil der Albtraum niemals endet hier. Es geht immer weiter. Und weiter. Und weiter. Und so weiter. Jetzt vermischt sich gerade alles so ein bisschen. Oh Gott, diese Puppe. Hallo. Na? Ich find's recht verstörend. Jetzt sind wir wieder im Haus. Was ist hier los? Irrenanstalt Haus? Das... wechselt gerade, wie es will. Wahrscheinlich kommt Dicky gleich wieder. Ich warte nur drauf, dass ich einen Schrank sehe oder sowas. Insomnis Veritas. Was heißt Somnis? Ich weiß nur, Veritas ist die Wahrheit. Also in irgendwas liegt die Wahrheit. Somnis. Naja. Vielleicht wisst ihr es ja. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich würde mich sehr über ein paar Feedback, Likes, Kommentare freuen und so weiter. Wir sehen uns wieder zu Neverending Nightmare.